Wir bringen heute die letzten Tage der Menschheit in einer historischen Aufnahme aus dem Jahre 1947. Das Drama steht wohl einzigartig in der Weltliteratur da, besteht doch allein sein Personenverzeichnis aus 13 Seiten. Karl Kraus schrieb dieses gigantische Epos nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Es erschien von 1918 bis 1920 in der von ihm herausgegebenen legendären Zeitschrift »Die Fackel«. Seine Helden sind, so Karl Kraus wörtlich, Operettenfiguren, welche die Tragödie der Menschheit aufführen. Die Handlung in 100 Szenen und höllenführend ist unmöglich, zerklüftet, heldenlos. Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen. Ich habe gemalt, was sie nur taten. Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die je geführt werden, sind wörtlich gesprochen worden. Die grellsten Erfindungen sind Zitate. Wer schwache Nerven hat, wenn auch genügend starke, die Zeit zu ertragen, entferne sich von dem Spiel. Soweit Karl Kraus. Während der Jahre des Ersten Weltkriegs hatte Kraus seine Landsleute genau beobachtet. Fast die gesamte intellektuelle Elite des Landes fieberte in Kriegsbegeisterung. Der Autor hingegen hatte die große Lüge der Zeit an ihrem verräterischen Phrasenton sofort erkannt und versammelte in seinem Stück das gesamte Ensemble des patriotischen Betrugs zu einer gnadenlosen Abrechnung mit Schlachtenlenkern und Kriegsgewinnlern, Propagandisten und den Führungsklicken. So sind die letzten Tage der Menschheit, obwohl dokumentarisch bis auf das Komma, kein Zeitstück. Sie nehmen die Katastrophen des 20. Jahrhunderts vorweg. Geschrieben zu einer Zeit, als die Monstrositäten der Zeitläufte noch unbekannt, für den scharfsinnigen Chronisten jedoch zu erahnen waren. Radio Frankfurt überträgt in Gemeinschaft mit den städtischen Bühnen Frankfurt die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Es sprechen Zilli Bauer, Ellen Daub, Lucia Gehrig, Ursula Langrock, Anna Mannert, Lieselotte Quilling, Frenze Roloff, Georg Barmann, Kurt Bücheler, Wolfgang Büttner, Kurt Dommisch, Herbert Ebelt, Dr. Kajetan Freund, Kurt Glass, Hans-Otto Grünefeld, Stefan Hermlin, Hans-Otto Hilke, Botho Jung, Karl Kollander, Erich Lissner, Siegfried Lowitz, Richard Münch, Gerd Plantico, Rudolf Ried, Werner Siethoff, Charlie Wimmer, Werner Xandri. Musik Wolfgang Rudolf, Funkfassung Stefan Hermlin, Toningenieur Josef Hesse, Regie Theodor Steiner. August 1914, Ringstraßenkorso, Sirkecke. Extraausgabe! Extraausgabe bei den Nieder Bürgern. Mit Serbien! Nieder! Abschluss! Hoch! Hoch Serbien! Ein! Nieder mit Serbien! Nieder! Nieder mit Habsburg! Serbien! Hoch! Verschämter Mensch, loslassen, oder? Sie wollen eine Patriotin sein, ein Hurer sein, das möchten Sie noch. Ein Taschenzieher sein. So ein Schlampen. Jetzt ist Krieg, möchten Sie noch das, ein Hurer sein. Was? Burgfrieden, wenn ich bitten darf. Halten Sie an Burgfrieden. Wollen wir es recht vorkommen? So hat's was gegen das angestammte Herrscherhaus gesagt? Ja! Oh, lass es gehen, wir sind nicht da so. Hoch Habsburg! Hoch Habsburg! Hier scheinen Stimmungen zu sein. Was tut sich? Man wird doch das sehen. Da oben auf der Bank sehen wir sie besser. Wie schön sie vorbeimarschieren, unsere braven Soldaten. Wie sagt doch Bismarck, steht heute in der Presse. Unsere Leute sind zum Kiss. Wissen Sie, dass sogar Eislers Ältester genommen ist? Was ich nicht sagen. Ja, das hat ja die Welt noch nicht gesehen.
So reiche Leute auch? Ja, ja. Dass sich da nichts hat machen lassen? Es heißt, sie versuchen es jetzt. Wahrscheinlich wird er hinaufgehen und sich's richten. Und im äußersten Fall, Sie werden sehen, jetzt wird er ihm doch das Automobil kaufen, was er sich hat in den Kopf gesetzt. Hm, kann man auch verunglücken. Habe die Ehre, Herr Generaldirektor. Hast gehört? Weißt du, wer das ist? Ein Generaldirektor in Zivil. Da muss man vorsichtig mit dem Reden sein. Das ist nämlich der Vorgesetzte von die General. Grüß dich, Nowotny. Grüß dich, Pokorny. Grüß dich, Powerny. Servus. Servus, servus. Also du bist ja politisch gebildet. Also was sagst? Weißt, ich sag, es ist alles wegen der Einkreisung. Aber natürlich. Ganz meine Ansicht. Weißt, in der Zeitung steht, es war unanwendbar. Unabwendbar. Natürlich unabwendbar. Weißt, ich hab das mir nur verlesen. Darum, Mitbürger, sage ich auch, wie ein Mann wollen wir uns mit fliehenden Fahnen an das Vaterland anschließen. In der großen Zeit sind wir doch umgerungen von lauter Feinden. Wir führen einen heiligen Verteilungskrieg für mir. Wir ein Phönix stehen wir da, den's nicht durchbrechen werden. Dementsprechend, wir sind wir und Österreich wird auferstehen wie ein Phalanx aus dem Weltbrand, sag ich. Die Sache, für die wir ausgezogen wurden, ist eine gerechte. Da gibt's keine Würstchen. Und darum sag ich auch, Serbien muss sterben. Bravo! Und ein jeder Russ? Ein Genuss. Ein Stuss. Ein Schuss. So. Bravo! Und ein jeder Franzos. Ein Russ. Ein Stuss. Bravo. Und ein jeder Tritt. Na, jeder Brit. Ein Tritt. Und Strafe England. Er strafe England. Bitte links gehen. Bitte links gehen. Als dann hier könnte man, wenn noch Zeit wäre, sich in die Volksseele vertiefen. Wie viel Uhr ist? Heute steht im Leitartikel, dass es eine Lust ist zu leben, also glänzend, wie er das sagt. Der Glanz antiker Größe durchleuchtet unsere Zeit. Jetzt ist halber. Die Mama hat gesagt, wenn ich später wie halber zu Hause komme, krieg ich's. Aber geh, bleib. Schau dir bitte das Volk an, wie es gärt. Pass auf den Aufschwung. Wo? Ach, ich mein seelisch, wie sie sich geläutert haben, die Leute. Im Leitartikel steht's doch, lauter Helden sind's. Wer hätte das für möglich gehalten, hm? Ja, wie sich die Zeiten geändert haben und wir mit ihnen. Was bekommen Sie, Kutscher? Na, euer Glauben ist nicht. Na, ich weiß es nicht. Was bekommen Sie? Na, was hat die Taxi? Na, was ist die Tax? Na, was hat die anderen geben? Na, können Sie wechseln? Wechseln? Was? Das nehme ich nicht als ein Ganzer. Das könnte französisch Geld sein. Was? Ein Franzos? Ach, da schau ich, am Ende ein Spion. Also dem werden wir es zeigen. Von woher kommt er denn? Na, von der Ostbahn. Aha, aus Petersburg. Aus Petersburg. Ein Spion. Ach so, ein lodiger Beidl-Verdächtiger. Oh, lass es gehen. Macht's keine Repressalien, das gehört sich nicht. Mir ist auch nicht so. Look at the people, how enthusiastic they are. Zwei Engländer, rings Deutsch. Gut, strafe England, haut's es, wir sind in Wien. Verlust es gehen, wir sind nicht so. Regardez l'enthousiasme de tout le monde. Zwei Franzosen, reden's Deutsch, haut's es, wir sind in Wien. Verlust gehen, wir sind nicht so. Das war ja türkisch. Siehst du nicht, die haben doch einen Fez auf. Das sind Bundesgenossen. Holt es ein und singt's den Prinz Eugen. Japaner sind da. Japaner sind auch noch in Wien. Aufhängen sollten wir die Bagage bei einem Rezept. Lasst es gehen, das sind ja Chineser. Bist selber ein Chineser. Vielleicht du. Alle Chineser sind Japaner. Sind sie vielleicht ein Japaner? Nein. Na, alles dann, aber ein Chineser sind's da. Aber, was treibt's denn? Habt's denn nicht in der Zeitung gelesen? Schaut's her, da steht's doch.
Derartige Ausschreitungen des Patriotismus können in keiner Weise gedudeltet werden und sind überdies geeignet, den Fremdenverkehr zu schädigen. Na bitte, wo soll sich denn da noch ein Fremdenverkehr entwickeln? Na wo denn alles dann? Bravo, recht hat er. Der Fremdenverkehr, wenn wir ihn heben wollen, das ist schwer. Das ist nicht so. Halt's Maul. Krieg ist Krieg. Und wenn einer amerikanisch daherreitet oder türkisch oder so, oder? So ist jetzt ist Krieg und da gibt's keine Würstchen. Jesus, schaut die da an mit dem Schnurrbart. Oh, da schaut's her. Das kennt man schon. Ein verkleideter Spion. Verhaften, einsperren, stand der P. Aber meine Herren, bedenken, sie hätte sich doch auch rasieren lassen. Wer? Wenn sie ein Spion wäre. Darauf hat er vergessen und so hat er sie gefangen. Wer? Na ja, das ist doch eben die List von denen Spionen. Ja, damit man es nicht merkt, dass Spionen sind, dann lassen sie ihn an Bord stehen. Jetzt nicht so talg hat der Herr, das ist ein weiblicher Spion und damit man es nicht merkt, hat es einen Bart aufgepappt. Jawohl, das ist ein weiblicher Spion, was sich für ein Mannsbild ausgeben aber tut. Nein, das ist ein Mannsbild, was sich für einen weiblichen Spion ausgeben. Ja, also jedenfalls ein Verdächtiger, der auf die Wachsturm kehrt. Boxen! Vierter Tag! Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein, 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 der will es vom Schwitter sein. Die Das war kein Strohfeuer trunkener Augenblicksbegeisterung, kein lärmender Ausbruch ungesunder Massenhysterie. Mit echter Männlichkeit nimmt Wien die schicksalsschwere Entscheidung auf. Wissen Sie, wie ich die Stimmung zusammenfassen will? Die Stimmung lässt sich in die Worte zusammenfassen. Weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Dieses Wort, das wir für die Grundstimmung Wiens geprägt haben, kann man nicht oft genug wiederholen. Weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Also bitte, was sagen Sie zu mir? Also was soll ich sagen? Glänzen. Weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Tausende und Abertausende sind heute durch die Straßen gewallt, arm in arm, arm und reich, alt und jung, hoch und nieder. Die Haltung jedes Einzelnen zeigte, dass er sich des Ernstes der Situation voll auf bewusst ist, aber auch stolz darauf, den Pulsschlag der großen Zeit, die jetzt hereinbricht, an seinem eigenen Leib zu fühlen. Leg mir am Arsch. Die Hauptsache sind jetzt die Straßenbilder. Von jedem Eckstein, wo ein Hund demonstriert, will er ein Straßenbild haben. Gestern hat er mich rufen lassen und hat gesagt, ich soll Schana-Szenen beobachten. Aber gerade das ist mir unangenehm. Ich lasse mich nicht gern in ein Gedränge ein. Gestern habe ich die Wacht am Rhein mitsingen müssen, also kommen Sie weg. Hier geht's auch schon zu, sehen sich nur die Leute an. Ich kenne diese Stimmung. Man ist auf einmal mittendrin und singt Gott erhalte. Gott beschütze, Sie haben recht. Wozu man selbst dabei sein muss, sehe ich ja nicht ein. Man verliert nur Zeit. Man soll drüber schreiben, statt dem steht man herum. Ich kann nur konstatieren, ein großer Ernst breitet sich über der Stadt aus. Und dieser Ernst, gemildert von Gehobenheit und dem Weltgeschichtsbewusstsein, drückt sich in allen Mienen aus, in denen der Männer, die schon mit müssen, in denen derer, die noch da bleiben. Leg mir am Arsch. Und in den Mienen jener, denen eine so hohe Aufgabe zuteil wird. Vorbei die bequeme Lässigkeit, die genussfrohe Gedankenlosigkeit, die Signatur ist schicksalsfroher Ernst. Und stolze Würde. Die Physiognomie unserer Stadt hat sich mit einem Schlag. Dann wird ihm der Feinde schauen. Notieren Sie, eine hübsche Genreszene. Überhaupt müssen wir trachten, möglichst viel vom Volk zu sagen. Der Chef hat erst heute geschrieben, es ist die Quelle, in der wir das Gemüt erfrischen. Die Serben, die hauen wir in Scherben. Hoch, ja, hoch, ja. Schaut die zwei Juden an. Sie, ich habe keine Lust mehr, Schanerszenen zu beobachten. Soll er sein Gemüt an der Quelle erfrischen gehen, wenn er sich traut? Ich bin lieber weit entfernt. Weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Dieses Wort, das wir für die Grundstimmung Wiens geprägt haben. Der hat mir die Handtaschen gestohlen. Ja, meine Liebe, jetzt ist Krieg. Das ist nicht wie im Frieden. Da muss schon jeder was hergeben. Wir sind in Wien. In der Heimat, in der Heimat. Da gibt's ein Wiedersehen. In der Heimat, in der Heimat. Lemberg noch in unserem Besitz. Ehrlich sagen, eine Brücke, dass man kommt hinüber rucken, statt von Festung Belgrad. Ho! 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 Ho!
Also, heute zum ersten Mal, Sie, Gold gab ich für Eisen. Sie, das können Sie mit dem anderen einreden. Sie haben gegeben, aufgewachsen. Wer sagt, ich hab gegeben, versteht Sie nicht Deutsch? Ich sehe da drüben den Zettel von der Premiere heute. Gold gab ich für Eisen. Ich möchte hingehen. Gut, gehe ich auch. Jetzt ist überhaupt am interessantesten. Gestern hat bei der Tschardasch-Fürstin die Gerda Walte die Extra-Ausgabe vorgelesen von die 40.000 Russen am Drahtvorau. Also hätten Sie hören sollen, den Jubel. Also 10-mal ist wenig, dass sie es gerufen worden. Ach ja, waren schon Verwundete? Ja, och, jetzt ist überhaupt am interessantesten. Kürzlich, da ist einer neben mir gesessen. Was war da nur? Ach ja, ich hatte einen Kameraden. So, war's gut? Ja, Bomben, voll. Belgrad bombardiert! In der Wohnung der Schauspielerin Elfriede Ritter, die soeben aus Russland zurückgekehrt ist. Die Reporter Fuchsel, Feigl und Halberstamm. Haben Sie Spuren von Nagaikas? Da zeigen Sie her, wir brauchen Einzelheiten, Details. Wie war das Moskowitertum? Haben Sie Eindrücke? Sie müssen furchtbar zu leiden gehabt haben. Hören Sie, Sie müssen. Dann schildern Sie, wie Sie behandelt wurden wie eine Gefangene. Geben Sie Eindrücke von Ihrem Aufenthalt fürs Abendblatt. Geben Sie Stimmung von der Rückfahrt fürs Morgenblatt. Meine Herren, ich danke für Ihr teilnahmsvolles Interesse. Es ist wirklich rührend, dass mir meine lieben Wiener ihre Sympathien bewahrten. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich sogar persönlich bemüht haben. Ich wollte auch gern mit Koffer auspacken warten, aber ich kann Ihnen beim besten Willen, meine Herren, nichts anderes sagen, als dass es sehr, sehr interessant war, dass mir gar nichts geschehen ist. Na, was denn noch? Dass die Rückfahrt zwar langwierig, aber nicht im Mindesten beschwerlich war und dass ich mich freue, wieder in meinem lieben Wien zu sein. Interessant. Also eine langwierige Fahrt. Also sie gibt zu. Beschwerlich, hat sie gesagt. Warten Sie. Die Einleitung habe ich in der Redaktion geschrieben. Moment. Aus den Qualen der russischen Gefangenschaft erlöst, am Ziele der langwierigen und beschwerlichen Fahrt endlich angelangt, weinte die Künstlerin Freudentränen bei dem Bewusstsein, wieder in ihrer geliebten Wiener Stadt zu sein. Doktorchen, Doktorchen, das habe ich nicht gesagt. Im Gegenteil, ich habe doch gesagt, dass ich mich über nichts, über gar nichts beschweren konnte. Aha, die Künstlerin blickt heute mit einem gewissen ironischen Gleichmut auf das Überstandene zurück. Aber meine Herren, ich kann doch nicht das... Das ist doch bei den Haaren herbeigezogen. Wenn Sie es gesehen hätten, auf der Straße oder in den Ämtern, wenn ich nur Anlass zur geringsten Klage gehabt hätte über Drangsalierungen und so, glauben Sie denn, ich würde es verschweigen? Noch vor Erregung zitternd schildert die Ritter, wie der Straßenmob sie bei den Haaren gezogen hat, wie sie auf die geringste Klage hin von den Ämtern drangsaliert wurde und wie sie über alle diese Erlebnisse Schweigen bewahren musste. Jetzt bin ich aber ernstlich böse. Es ist nicht wahr, meine Herren, ich protestiere. Sie wird ganz böse, wenn man ihre Erinnerung an diese Erlebnisse, an ihre aussichtslosen Proteste... Es ist nicht wahr, meine Herren. Nicht wahr? Was heißt nicht wahr? Wo ich jedes Wort von Ihnen mitschreibe. Wenn wir es bringen wollen, ist es nicht wahr? So, wissen Sie, das ist mir noch nicht vorgekommen. Das ist interessant. Es ist im Stand und schickt eine Berichtigung. Also Sie machen sich keine Geschichten. Das kann Ihnen schaden. Machen Sie sich nicht unglücklich. Wann hat sie denn wieder eine Rolle? Wenn ich das Samstag beim Repertoire dem Direktor erzähle, kriegt die Berger das Gretchen. Das garantiere ich Ihnen. Das ist also der Dank, wo Sie der Fuchs immer so gut behandelt hat. Sie kennen den Fuchs nicht. Wenn der hören wird, passen Sie auf bei der nächsten Premiere. Aber Herr Redakteur, ich habe ja geglaubt, lieber Doktor, bitte, lieber Doktor, ich habe ja nur die Wahrheit sagen wollen. Entschuldigen Sie bitte sehr. Die Wahrheit nennen Sie das und wir lügen also. Das heißt, pardon, ich habe nämlich geglaubt, es sei die Wahrheit. Wenn Sie aber, meine Herren, glauben, dass es nicht die Wahrheit sind, Sie sind ja Redakteur, Sie müssen ja das besser verstehen. Wissen Sie, ich als Frau habe ja auch gar nicht mal so den rechten Überblick, nicht wahr? Mein Gott, Sie verstehen, es ist doch Krieg. Unser Eins ist so verschüchtert.
Man ist so froh, wenn man nur mit heiler Haut aus Feindesland... Na, sehen Sie, wenn Sie sich erinnern, nach und nach. Ach, Doktor, natürlich, wissen Sie, die erste freudige Aufwallung, wieder in eurem geliebten Wien zu sein. Man sieht dann alles rosiger, was man überstanden hat. Für ein Momentchen, versteht sich. Dann aber fasst einen wieder Wut und Erbitterung. Na, also sehen Sie, wir haben beim ersten Moment gewusst... Also Wut und Erbitterung fasst noch heute die Künstlerin, wenn sie der ausgestandenen Martern gedenkt und sobald die erste freudige Aufwallung, wieder in der Metropole zu sein, den bösen Erinnerungen Platz gemacht hat. Na, ist das jetzt wahr? Nee, Doktor... Wie Sie die Geheimsten empfinden. Na, sehen Sie. Na, also, sie gibt zu, sie hat gelitten. Sie hat ausgestanden. Na, was heißt ausgestanden? Wahre Martern hat sie durchgemacht. Also, was brauchen wir da weiter? Gehen wir, sind doch nicht zum Vergnügen hier. Ja, selbstredend. Den Schluss mache ich in der Redaktion. Also, eine Berichtigung haben wir nicht zu befürchten. Das hätte noch gefehlt. Aber, Doktor, na, charmant war es, dass Sie mich besucht haben. Kommt doch bald wieder. Adieu, adieu. Sie ist wirklich eine vernünftige Person. Grüß Ihnen Gott, Fräulein. Sie hat das Ärgste überstanden und sie hat nicht den Mut, es jemand zu sagen. Nur Zuschlag. Bukowinaer Front, bei einem Kommando. Die Oberleutnants Falota und Beinsteller. Du weißt, also gestern habe ich mir eine fesche Polin aufzwickt. Also, du. Schau, dass man sie nicht in das Gruppenbild hineinnehmen kann, was wir der Muskete schicken werden. Aha, ein Mägdulein. Du, der Feldkurat soll fürs Interessante fotografiert werden, zu Pferd, wie er einen Sterbenden das Sakrament gibt. Na ja, das wird sich leicht machen lassen. Kann zur Not auch gestellt werden. Weißt, soll sich ein Kerl hinlegen. Und dann hat die Redaktion noch ersucht, sie brauchen ein Gebet am Soldatengrab. No, das geht ja immer. Du, also ich habe dir gestern eine Aufnahme gemacht, die aber schon sehr interessant ist. Ein sterbender Russ, ja. Du, ein Schanerbild mit einem Kopfschuss, ganz nach der Natur. Weißt, der hat noch auf den Apparat starren können. Du, der hatte einen Blick gehabt, also weißt, das war wie gestellt, einfach prima, du. Sag, glaubst du, dass das was für das Interessante ist, dass ich's nehmen will? Na und ob, zahlen auch noch. Glaubst? Aber sicher. Du, richtig, also... Hast was versäumt. Der Korporal ist dir gestern ohnmächtig geworden, wie er den Spion, weißt, den ruthenischen Pfarrer, bei der Hinrichtung für den Sascha-Film gehalten hat. Schau, dass du nicht dabei warst. Na, was hast du mit dem Kerl gemacht? Nur anbinden, naturgemäß. Ich werde ihn doch nicht einsperren. Wir leben ja nicht im Frieden. Einsperren, das möchte ich den Kerl so schmecken. Weißt, ich verstehe die Russen nicht. Die Gefangenen erzählen nämlich... dass es bei denen überhaupt keine solchen Strafen gibt? Geh, hör mal doch auf mit der Sklavennation. Hast schon das Gedicht vom Kapus gelesen, du? Ja. In Vers und sogar gereimt. Na, überhaupt, die Muskete ist jetzt zum Googeln. Der Schönfluch. Ja, was? Das ist ganz was, Andreas. Ja. Du weißt was, ich fange jetzt ein Tagebuch an. Da wird alles drinstehen, was ich erlebt habe. Mhm. Vorgestern vom Mulacek angegangen. Eine fesche Polin, sag ich dir, aber schon sehr fesch. Aha, einen Busam. Ja. Na ja, du erlebst was. Weißt, ich interessiere mich mehr für die Bildung. Ich lies viel. Jetzt bin ich bald mit dem Engelhorn fertig. Früher, wie ich unten war, da ist auch viel mulattiert worden. Bissl Musik, weißt? Hm. Wir haben jetzt ein Grammophon aus dem Schloss. Ja du, prima. Da könntest du mir deine Polin leihen, dass sie dazu tanzt, was? Also du weißt, wer auch schon sehr viel erlebt haben muss heraus. Na wer? Na der Novak von die 14er. Ah, ja. Das war ja immer ein Hauptkerl. Wenn der nicht seine 60 Schuss täglich am Gewehr angeschrieben hat, wird er schier auf die eigenen, du. Übrigens, der Büringer hat mir neulich eine Karte geschrieben. Also der Novak, der sieht ja einen serbischen Bauern drüben von der Drina Wasser holen. Na weißt, Gefechtspause war gerade. Sagt er zum Püringer, du sagt er, schau dir den dort drüben an. Leg dir an und bums die, hatten schon. Na, ein Mordskerl, der Novak, er schießt alle ab. Du überhaupt, wenn man jetzt ein Jahr bei dem Geschäft ist, ich sag dir, tot, das ist gar nichts. Aber mit den Verwundeten, das ist eine rechte Schererei. Aufs Jahr, wann der Frieden kommt, wird's nur Werkelmänner geben. Ich halt mir jetzt schon die Ohren zu. Was wird man mit den Leuten anfangen? Verwundet, das ist so eine halberte Geschichte. Ich sag, Heldentod oder gar nichts.
Sonst hat man sich selber zuzuschreiben. Ja, na, also mit den Blinden ist es ja gar's wieder. Die tappen sich so komisch herum, du. Also neulich, wie ich vom Urlaub fahre, komme ich in eine Station und komme gerade dazu, wie die Mannschaft einen herumstößt und lacht und macht Hetzen. Na ja, was willst? Hättest sehen sollen, wie der Divisionär neulich einen Zitterer pflanzt hat. Na ja, aber einen feinfühligen Menschen stiert so etwas. Ja. Aber du weißt, was ich in solchen Fällen denke? Na was? Na, Krieg ist halt Krieg, denke ich, in solchen Fällen. Ja, ja. Du, was macht dein Bursch? Wie alt ist der jetzt? Gerade 48. Übrigens, gestern hat er zu seinem Geburtstag ein Watschen gekriegt. Oh, was ist der eigentlich? Na, Komponist, Philosoph oder so. Aha, aha. Du weißt, ich wäre auch schon froh, wenn ich wieder in der Gartenbau abends sein könnte und vorher an der Potenzecke. Was, die Gartenbau? Damit wird sich spießen. Wieso? Na, warst also jetzt in Wien und weißt nicht, dass jetzt ein Spital dort ist? Ach ja, richtig, das habe ich ja ganz vergessen. Also natürlich. Nein, aber du, hier bin ich auch nicht schlecht eingerichtet. Du, jetzt habe ich dir wieder ein Klavier und ein Tischlampen. Tischlampen, der Schlampen, das Schlampen. Gut, du, mir scheint, es kommt ein Regen. Ah, sie regnet. Gehen wir. Floriansgasse, 2 Hofräte. Ich bin neugierig, du. Also ich bin wirklich neugierig, ob morgen in der Mittagszeitung, weißt, ein, das ist nämlich meine Lieblingszeitung, ob morgen also mein Gedicht erscheint. Gestern habe ich sie eingeschickt. Willst du das hören? Na, warte. Du hast wieder ein Gedicht gemacht. Ja, wirst gleich. Auf was denn? Wirst gleich merken, worauf. Also pass auf. Wanderers Schlachtlied. Das ist nämlich statt Wanderers Nachtlied, verstehst? Ah. Pass auf. Über allen Gipfeln ist Ruh, über allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Aber du, das ist klassisch, das ist ja von mir. Was, von dir? Das ist doch nicht klassisch, das ist doch von Goethe. Aber pass auf, wirst gleich den Unterschied merken. Jetzt muss ich noch einmal anfangen. Also, über allen Gipfeln ist Ruh, über allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Der Hindenburg schlafet im Walde, warte nur balde, fällt Warschau auch. Ja. Du, ist das nicht klassisch? Also passt ganz genau. Passt. Ich habe nur statt Vöglein habe ich Hindenburg gesetzt. Ne? Und dann also natürlich den Schluss auf Warschau. Wann's erscheint, lasse ich mir das nicht nehmen, ich schick's dem Hindenburg. Ich bin nämlich ein spezieller Verehrer von ihm. Also du, das ist klassisch. Mhm. Gestern habe ich nämlich ganz dasselbe Gedicht gemacht. Was? Ich hab's der Muskete einschicken wollen, aber... Du hast dasselbe Gedicht gemacht? Na, peinlich. Ja, geht's denn nicht, dass... Ich habe aber viel mehr wie du verändert. Es heißt beim Becken, pass auf. Über allen Gipfeln ist Ruh... Beim Weißbecken spürest du kaum einen Rauch. Ach, das ist ja ganz anders. Das ist ja mehr spaßig. Die Bäcker schlafen im Walde, warte nur balde, hast nix im Bauch. Du, das ist ja förmlich Gedankenübertragung. Ja, aber jetzt habe ich mich umsonst plackt. Jetzt muss ich warten, ob deins erscheint. Wenn deins erscheint, kann ich meins nicht der Muskete schicken. Sonst glaubt mir am Ende, ich hab dich paradiert. Der Abonnent und der Patriot. Also, was sagen Sie jetzt? Was sagen Sie zu Frankreich? Wissen Sie, was es dort gibt? Gefängnisstrafen für Verbreitung der Wahrheit in Frankreich. Sie meinen doch die Dame, die gesagt hat... Auch, aber jetzt hat ein Herr gesagt. Natürlich, ein Herr hat gesagt, Frankreich hat keine Munition. Und dafür gibt man ihm 20 Tage. Er hat gesagt... Die Alliierten sind in schlechter Lage und Deutschland war für den Krieg gerüstet. Aber bitte schön, erklären Sie mir das. Ich verstehe nämlich diese Fälle nicht. Ist es also unwahr zu sagen, Deutschland war gerüstet oder ist es wahr zu sagen, Deutschland war nicht gerüstet? Na, war denn Deutschland gerüstet? Na, also wie? Merken Sie sich ein für alle Mal. Deutschland ist bekanntlich überfallen worden. Schon im März 1914 waren sibirische Regimenter... Na, natürlich. Deutschland war also vollständig gerüstet für einen Verteidigungskrieg, den es schon lange führen wollte. Und die Entente hat schon lange einen Angriffskrieg führen wollen, für den sie aber nicht gerüstet waren. Ja, sehen Sie, jetzt klärt sich mir der scheinbare Widerspruch auf. Manches Mal glaubt man schon, es ist etwas wahr und doch ist es unwahr. Na, in der Presse ist das oft sehr übersichtlich. In 2 Spalten nebeneinander.
Und es hat den Vorteil, dass man ganz klar den Unterschied sieht zwischen uns und jenem. Noch, haben Sie gelesen? Plünderungen und Verwüstungen der italienischen Soldaten? Nicht weniger als 500.000 Kronen haben sie in Graviska aus einer Panzerkasse genommen. Und außerdem noch 12.000 Kronen aus noch einer Kasse. Habe ich gelesen. Eine Bande. Was sagen Sie zu dem Kolossalerfolg der Deutschen? Habe ich nicht gelesen. Wo steht das? Na, Frau, gleich daneben der Spalten. Gold in der Beute von Nowogeorgiewsk war der Titel. Na, und wo ist das gestanden? Da ist gestanden, unter der Siegesbeute von Nowogeorgiewsk befanden sich auch 2 Millionen Rubel in Gold. Großartig! Was? Die anpacken! Standort in der Nähe des Uschok-Passes. Ein österreichischer General im Kreise seiner Offiziere. Später ein preußischer Leutnant. An keinem von uns, meine Herren, ist der Krieg spurlos vorübergegangen. Wir können sagen, wir haben was gelernt. Aber, meine Herren, fertig sind wir noch lange nicht. Da haben wir noch viel zu tun. Oje, wir haben Siege an unsere Fahnen geheftet. Schöne Siege, das muss uns der Neid lassen. Aber es ist unerlässlich, dass wir für nächsten Krieg die Organisation bei uns einführen. Gewiss, wir haben Talente in Hülle und Fülle, aber uns fehlt die Organisation. Das haben die Deutschen vor uns voraus, das muss ihnen der Neid lassen. Na gewiss, auch wir haben vor ihnen manches voraus. Zum Beispiel das gewisse Etwas, den Charme, das je ne sais quoi, die Gemütlichkeit, das muss uns der Neid lassen. Aber wenn wir in einer Schlamastik sind, da kommen halt die Deutschen mit ihrer Organisation und... Ich kann, ihr Brüder, sollt euch mal fein gedulden, der dicke Ende kommt nach. Na, sagen Sie mal, Exzellenz, könnt ihr Österreicher denn nicht von alleine mit dem ollen Uschok fertig werden, was? Ja, was war denn nachher das? Ja, sehen's, meine Herren, schneit haben's. Und was die Hauptsache ist, halt die Organisation. Wien 1916, Ringstraßenkorso, Sirkecke. Wenn Sie das Abendblatt gelesen hätten, würden Sie keinen Moment zweifeln. War es eine authentische Nachricht? Extra Ausgabe, 100.000 tote Italiener, bitte. Wenn ich Ihnen sage, wörtlich, Kramer gastiert ab 1. im Marienbad. Gracuje, Fazio, Opa! Na Gott sei Dank, da bleibt meine Frau länger. Die Götter gab mir. Zwei Ausnahmen vom Tagblatt, deutscher Bericht. Grüß dich, Novotny, grüß dich, Pokorny, grüß dich, Povolny. Servus. Also du bist ja politisch gebildet. Also was sagst du zu Rumänien? Meist, ich sage, es ist heute Treibruch, wie Italien. Aber natürlich. Ganz meine Ansicht. Was ruft die? Venedig, Kaffee Venedig. Bist auch erschrocken? Ich bin auch erschrocken. Oh, weißt du, es ist nur das andere. Ach so. Okay, habt ihr denn glaubt, dass die eigene? Nein, ich hab glaubt, italienische Flieger. Na, warum? Bist halt ein Hasenfuß, du. Denkt euch, gestern habe ich eine Feldpostkarte gekriegt. Gewiss vom Falotta. Du, was macht er denn, der Falotta? Ist noch immer so ein Denker? Oder erlebt er schon was? Nur ihr lebt jetzt auch viel im Keim. Bereits abgefunden. Der Krieg hat auch seinen Segen. Er ist ein gar strenger Lehrmeister der Völker, über die er seine Zuchtrute schwingt. Der Krieg ist auch ein Spender von Wohltaten, ein Erwecker edelster menschlicher Tugenden, ein prometheischer Erringer von Licht und Klarheit. Der Krieg ist ein wahrer Lebensspender und Lichtbringer, ein machtvoller Mahner, Wahrheitsverkündiger und Erzieher. Welch einen Schatz von Tugenden, die wir schon im Sumpfe des Materialismus und Egoismus unseres Zeitalters erstickt glaubten, hat doch dieser Krieg schon gehoben. Hast du schon Kriegsanleihezeichen? Und du? Extra Ausgabe, halt Serbien, ganz Europa. Ganz Serbien? Das ist doch gar nichts. Habt ihr es gehört? 100.000 tote Kratzelmacher haben es gefangen. Oh, da schau her, nix wie Krüppel. Wo wir hinschauen, unser Eins schämt sich schon in Wien zu sein. In der Wisst was? Geh mal zum Hopfner.
Heide Stier, immer dieselben Menschen. Ja, weißt, mit Rumänien, das ist doch also kein Spaß. Weißt, aber ich glaube, heute die Deutschen, die werden uns schon extra so mit... Extra-Ausgabe, Sieg auf alle Linien, der Vormarsch der Rumänen. In Jena, zwei Studenten der Philosophie. Ach, Junge, ich sage dir, das Leben ist doch schön. Der Sieger von Skagerrak ist Ehrendoktor unserer Fakultät. Offenbar wegen seiner Stellung zu Goethe. Nanu? Ja, Menschenskind, weißt du denn nicht? Er hat sich doch über das U-Boot-Gedicht von Goethe geäußert. Wie? Goethe hat prophetisch erkannt? Nee, nicht Goethe selbst. Ich meine das berühmte Gedicht, unter allen Wassern ist U. Von Englands Flotte spürst du kaum einen Hauch. Mein Schiff ward versenkt, dass es knallte. Warte nur balde, ruhst du auch. Gottvoll. Also scheinbar sagt das ein englischer Kapitän, aber das ist doch eigentlich von Goethe, nicht? Na, und Scheer? Scheer hat sich darüber begeistert geäußert, er findet es famos und wünscht, dass die Befürchtung des englischen Kapitäns bald in Erfüllung gehen möge. Hurra! Ja, nun verstehe ich, warum gerade eine so klassische Fakultät wie unser Jena, das hätte Schiller nie gewiss gefreut. Unser Rektor hatte knapp vorher so einen faulen Friedensfatzke, das Verbot des Generalkommandos, vorgelesen, worin dem Kunden das Handwerk gelegt wird. Ja, ja, nun ist also Scheer Doktor in Jena. Tja, Schiller war Feldscheer. Dafür hat Hindenburg leider gar keine Beziehung zur Schönwissenschaft. Nee, seitdem ihn damals Königsberg zum Doktor der Philosophie honoris causa gemacht hat, als er die Pagne-Brüder in den Tunke setzte. Naja, das musste man anstandshalber. Aber sonst... Nie hat man auch nur ein Wort von ihm gehört. Na, hin und wieder doch so eine Sentenz wie immer feste Druff oder vorwärts. Ach, das wird vielleicht nicht von ihm sein. Na, aber eben jetzt hat er doch das Wort geprägt. Ich warne vor den Miesmachern. Na, er hätte höchstens die Universität Berlin. In dem Wort ist so gar kein deutscher Zug. Na, wie hätte er es denn sagen sollen? Wie? Ganz einfach. Ein Hundsfott, wer ein Miesmacher ist. Naja, es scheint ja tatsächlich nur die Marine in der Philosophie verankert zu sein. Oder umgekehrt. Wieso? Na, sieh mal diese Zeitungsnotiz. In Kiel hat zu Pfingsten die Schopenhauer-Gesellschaft getagt, die es sich zur Aufgabe gestellt hat, die Gedanken dieses großen, ebenso populären wie verkannten Philosophen zu verbreiten und im Bewusstsein der Menschen zu vertiefen. Den Abschluss der Tagung bildete der Besuch des Kriegshafens, wobei die kaiserliche Marine, vertreten durch Korvettenkapitän Schaper, die Teilnehmer durch Vortrag und unmittelbare Anschauung, einschließlich wiederholter Tauchungen, über die Geheimnisse eines U-Bootes größeren Typs unterrichtete. Ich wusste ja nicht, dass Schaper Schopenhauerianer ist. Berliner Vortragssaal. Ein Dichter am Pult. Und ob jeder Schritt über Fleischfetzen steigt, Kartätschen und Stacheldraht, die befohlene Linie wird erreicht. Schwatzt nicht von Heldentat. Wir tun unsere Pflicht, das genügt. Jawohl! Über Kampfbefehle, je Belebende, schmettern die Geschütze ihre schwebende Sphärenmusik. So ist es! Marsch, marsch, ruft Gott, schützt euer Land, schützt euer Kinder Vaterland. Unsere grauen Kähne haben weiße Zähne, die blitzen los auf jeden Schuft, der nach des Kaisers Flagge pufft, und um deutschen Himmel. Der Kaiser, der die Flotte schuf, der steht mit Gott im Bunde. So ist es! Denn das ist Deutschlands Weltberuf. Es duckt, die Höllenhunde! Unsere blauen Jungen haben rote Zungen, die zischen durchs Kanonenrohr, dann fliegt der Feind durchs Höllentor unterm deutschen Himmel. Sprung, vorwärts, marsch, raus aus dem Bau, durch, durch, knirscht, knattert's im Drahtverhau und Lärchenjubel im Blauen. Nur hurra! Hurra, schweig, Wegekreisch, marsch, marsch, blankes Eisen, ins Feindesfleisch und Lärchenjubel im Blauen. Kriegsgenossen, lasst uns singen, sei geheiligt, Graus auf Erden. Hoch, Richard,
Hauptquartier. Erzherzog Friedrich vor Offizieren. Und so schließe ich mit den Worten: Seine Majestät, unser oberster Kriegsherr, lebe hoch, hoch, hoch. Ah, das ist der Büker. Der hat schon eine Auszeichnung. Ah, und das da ist auch ein Büker. Der hat auch eine Auszeichnung. Jetzt haben zwei Bükers eine Auszeichnung. Kaiserliche Hoheit, der Rektor der Wiener Universität mit dem Dekan und Prodekan der Philosophischen Fakultät warten untertänigst auf die Erlaubnis, eurer kaiserlichen Hoheit das Ehrendoktorat der Philosophischen Fakultät verleihen zu dürfen. Vor dem Kriegsministerium. Servus, wo gehst hin? Hinauf. Wozu? Mich UK stellen lassen. Und du? Ich auch. Und gehen wir halt miteinander. Ringstraße, 50 Drückeberger. Der sollte reingezogen werden! Vor dem Kriegsministerium. Servus, wo gehst denn hin? Hinauf. Wozu? Import. Und du? Export. Na, gehen wir heute miteinander. In einem Coupé. Köstlich ist die neue Operette. Ich hatte einen Kameraden. Kenne ich. Vertrete den Honigfliegenfänger Hindenburg. Marke, einen besseren findest du nicht. Und Sie? Diana Kriegsschokolade. Aufmachung mit den Bildern unserer Heerführer. Probieren Sie mal. Vordem war ich Verkaufskanone bei verschiedenen Branchen. Ja, ich bin so frei. Horror ordentlich wohlspeck. Nebenmittelpräparate vertrete ich übrigens auch. Zum Beispiel Hygiana. Was? Sie vertreten Hygiana? Allerlei Hochachtung. Hier, probieren Sie mal. Na, ich reife zu. Ach, mit einer Gebrauchsanweisung. Verfolgst du kämpfend den Franzosen, so gib ihm tüchtig auf die Hosen. Begegnest du dem Söldner Briten, so regaliere ihn mit Tritten. Siehst du von Weitem schon den Russ, so vorbereite dich zum Schuss. Zu große Nähe musst du meiden, weil Mitbewohner ihn begleiten. Gelungen. Doch ist zu diesen Heldentaten vorher je Kräftigung anzuraten. Stockt einmal Zufuhr von Proviant, bewahr als eisernen Bestand hier diese Schachtel mit Tabletten, die dich vor dem Verhungern retten. Gebrauche sie nur in der Not, verzehre sie nicht wie das Brot, lass langsam sie im Mund zerfließen. Du stärkst dich und kannst dabei schießen. Sie stillen Hunger dir und Durst, ersetzen Fleisch und Brot und Wurst. Genieße sparsam Stück für Stück, kehr siegreich und gesund zurück. Wir wären dir zu Dank verpflichtet, schriebst du uns, was du ausgerichtet. Dr. Teinhards Nährmittelgesellschaft, Stuttgart-Cannstatt. Aber die Verse sind nicht weniger bekömmlich als die Ware. Famose Aufmachung. Ja, wir Deutsche sind nun mal das Volk der Dichter. Nee, da können sie nischt da wieder. Während der Somme-Schlacht, Parktor vor einer Villa. Eine Kompanie mit todesgefassten Mienen marschiert vorbei in die vordersten Gräben. Der Kronprinz am Parktor, Tennisanzug, winkt ihnen mit dem Tennisschläger zu. Macht's brav! Wien 1917, Ringstraßenkorso, Sirk-Ecke. Extra-Ausgabe! Extra-Ausgabe! Amerikanische Note von Wilson. Grüß dich, Nowotny. Grüß dich, Pokorny. Grüß dich, Powolny. Servus. Servus. Also du bist ja politisch gebildet. Also was sagst zu Amerika? Bluff. Also natürlich. Ganz meine Ansicht. Ja, weißt, ich glaube, das ist halt nur eine amerikanische Reklame oder sowas, nicht? Ach, Chef, wollen's einfach machen. Steht halt in der Zeitung für einen Business. Weißt, wann's rüsten? Rüsten's gegen China. Ach, woher denn? Gegen Japan? Oder gegen Japan, natürlich, das ist doch dasselbe. Weißt, ich verwechsel die immer. Bluff, sag ich.
Erstens kennen sie nicht wegen der U-Boot. Natürlich, jetzt, wo es doch dazu verschärft sein. Nur weißt du, wann schon rüberkommen. Mit denen ihre Divisionen wird ein Regiment von uns spielend fertig. Aber spielend, mein Lieber. Ritsch, obitrat. Ach, höchste Zeit, dass einmal Frieden ist. Erlaubt du mir? Und dass man wieder in die Garten bauen kann. Ach so. Ja, das ist was anderes. Also du bist doch politisch gebildet. Also, ich lies da immer, sie machen eine Blockade. Du, was ist das? Weißt, das ist ja so. Also wir und die Deutschen, wir sind ein Block, den sie nicht besiegen werden. Na, und dafür, da sperren sie uns heute Lebensmittel und so. Ach, so ist das. Mhm. Aha. Du, ist das wahr, dass die Sozi schuld sind an einem Hofverrat von die Bäm? Moment. Du, mir scheint das Mensch da kenn ich. Da schaut er drin. Ja, was habe ich sagen wollen? Ah ja, du, was ist das eigentlich? Belange. Ja, ich stimmt. Das ist die von gestern. Ein Gusto-Menscherl, Watzi. Na ja, schön. Also kommst du nachher zum Hof. Na ja, sehr gut. Wir haben einiges Vordringen unserer Truppen. Mitzel, schau die vielen Auszeichnungen. Der hat sich gewiss gut geschlagen. Ich hab's rasend gern, wenn sich die Leute gut schlagen. Als dann, ich versichere Sie, solange die Feinde eine Mentalität haben, wie sie jetzt. Ach, unsere Jungs überwinden diese Eindrücke spielend. Einer unserer hervorragendsten Professoren hat festgestellt, die psychische Umschaltung tritt schon in der Etappe ein. Ihr seid hier ja im Hinterland lausiger als wir an der Front. Nee, Kinderchens. Bei euch, da sieht's nicht nach einem Siegfrieden aus. Na, ist das eine Stimmung in eurem lieben Wien? Da staunt ja der Fachmann und der Laie wundert sich. Nee. Hätte ich mir doch anders vorgestellt. Ihr faulen Brüder macht ja einen Klamauk um den Frieden, als ob ihr ja nicht erwarten könntet. Dort stehen's schon angestellt für morgen. Och, von mir aus könnte der Krieg noch 10 Jahre dauern. Mein Mann schickt mir alles, was ich brauche. Ärzteversammlung in Berlin. Meine Herrschaften, dieser Mann ist der eigenartigste Fall, der mir bis heute untergekommen ist. Ein gütiges Geschick hat ihn mir aus der Schutzhaft zugeführt. Da es offenbar so viele Jahre Zuchthaus gar nicht gibt, als der Mann für seine Verbrechen zu erwarten gehabt hätte, so musste man nolens volens an die Psychiatrie appellieren. Um Ihnen, meine Herrschaften, gleich die volle Anschauung der Unzurechnungsfähigkeit des Patienten zu vermitteln, will ich nur hervorheben, dass der Mann coram publico die Ansicht ausgesprochen hat, dass die Ernährungslage Deutschlands ungünstig sei. Also mehr als das. Der Mann zweifelt am Endsieg Deutschlands. Ja, meine Herrschaften, aber nicht genug daran. Der Mann behauptet die Unzweckmäßigkeit des verschärften U-Boot-Krieges, ja des U-Boot-Krieges überhaupt. Ich habe mich sogleich überzeugt, dass er die Waffe als solche ablehnt. Und zwar nicht nur, weil er sie für unzweckmäßig, sondern weil er sie geradezu für unsittlich hält. Meine Herrschaften, der Mann leidet an der fixen Idee, dass Deutschland durch eine verbrecherische Ideologie, wie er den hehren Idealismus unserer Obrigkeit nennt, dem Untergang entgegengetrieben werde. Er findet, dass wir verloren sind, wenn wir uns nicht auf dem Höhepunkte unseres Siegeslaufs für geschlagen erklären, dass unsere Regierung, unsere militärischen Machthaber, beileibe nicht die englischen, Schuld daran tragen, dass unsere Kinder sterben müssen. Schon durch die Behauptung, dass unsere Kinder sterben müssen, dass also unsere Ernährungslage ungünstig sei, wäre ja die Sinnesverwirrung des Mannes glatt bewiesen. Ich habe Ihnen nun, meine hochverehrten Herrschaften und Kollegen von der internen Medizin, den Fall entwickelt. In der Hoffnung also, dass der Patient unter der Einwirkung Ihrer maßgebenden Darlegungen sich zu Äußerungen hinreißen lassen werde, die uns die Entscheidung nach der einen oder der anderen Richtung leichter machen. Wenn unter Ihnen einer von den 93 Intellektuellen ist, die den Aufruf zum Krieg unterzeichnet haben, verlasse ich den Saal. Meine Herrschaften, ich will hoffen, dass Sie diesen Ausbruch weniger als Insulte, denn als Symptom werten werden. Ich selbst habe, wie Sie alle wissen, jenen Protest, der als Markstein aus großer Zeit in den Annalen fortleben wird, unterzeichnet. Und ich bin stolz darauf. Ich bitte nunmehr den verehrten Kollegen Boas, einen Versuch mit dem Patienten vornehmen zu wollen.
ich habe schon wiederholt die Erklärung abgegeben und ich bekräftige aufs Neue, dass eine Beeinträchtigung unserer Volksgesundheit durch die Einschränkung der Lebensmittel nicht stattgefunden hat. Als Tatsache kann betrachtet werden, dass wir mit der Hälfte der früher verbrauchten Eiweißration unserer Nahrung ohne Beeinträchtigung von Kraft- und Arbeitsfähigkeit auskamen. Ja, sogar unser Gewicht und körperliches Wohlbefinden noch steigern konnten. Sie versorgen sich vermutlich im Schleichhandel. Aber meine Herrschaften, bedenken Sie doch bitte den Geisteszustand. Bitte, Herr Kollege, wie steht es mit der Säuglingssterblichkeit? Ein Punkt, der in der Fantasie unseres Patienten ständig wiederkehrt. Es hat sich gezeigt, dass von einer ungünstigen Einwirkung der Ernährungsverhältnisse auf die Säuglingssterblichkeit keine Rede sein kann. Sein darf, mein Herr. Was erhoffen Sie sich, Herr Kollege, von einer Fortsetzung des Krieges? Wir haben mit steigender Wohlhabenheit und Zunahme der Luxusernährung Raubbau an unserer Gesundheit getrieben. Jetzt haben Millionen von Menschen unter dem Druck der Entbehrungen den Weg zur Natur und Einfachheit der Lebensführung zurückzufinden gelernt. Sorgen wir dafür, dass die heutigen Kriegslehren unserer zukünftigen Generation nicht wieder verloren gehen. Der Mensch hat ganz recht. Die vom Kurfürstendamm haben vor dem Krieg zu viel gefressen. Sie fressen aber auch jetzt noch zu viel. Da hat sich die Ernährungslage tatsächlich gar nicht verschlechtert. Was aber die zukünftige Generation der übrigen Bevölkerung anlangt, jener Kreise, die nicht Boas wegen Fettleibigkeit konsultierten, was die zukünftige Bevölkerung Deutschlands anlangt, so sehe ich sie rachitisch zur Welt kommen. Kinder als Invalide. Wohl denen, die im Krieg gestorben sind. Die im Krieg geboren sind, tragen Prothesen. Ich prophezeie, dass der Wahnsinn des Durchhaltens und der elende Stolz auf die Verluste der anderen, der deutsche Männer ebenso auszeichnet wie deutsche Megären die Begeisterung für den Heldentod ihrer Söhne, dass dieser perverse Geisteszustand einer Gesellschaft, die in einer organisierten Glorie atmet und sich von Selbstbetrug nähert, ein verkrüppeltes Deutschland hinterlassen wird. Was diesen Boas betrifft, so fordere ich ihn auf zu bestreiten, dass bisher rund 800.000 Personen der Zivilbevölkerung Hungers gestorben sind. Im Jahre 1917 allein um 50.000 Kinder und 127.000 alte Leute mehr als im Jahre 1913. Dass im Halbjahr 1918 mehr Deutsche um 70% mehr an Tuberkulose starben als damals im ganzen Jahr. Meine Herrschaften! Wir waren soeben Zeuge des wildesten Ausbruches eines Vaterlandshasses, der unmöglich auf deutschem Boden gewachsen sein kann. Es ist der Geist der Flaumacherei, der dem Feind den Rücken stärkt und die Schwingen lähmt in einem Verteidigungskrieg, den britischer Neid, französischer Revanchedurst und russische Raubgier uns aufgezwungen haben. Hier haben wir einmal einen typischen Fall vor uns. Ich kann nicht umhin zu betonen, dass der Mann mir von vornherein bedenklich war. Und nunmehr habe ich die Überzeugung gewonnen, dass wir es mit einem ganz schweren Jungen zu tun haben. So spricht kein Geisteskranker, meine Herren. So spricht ein Vaterlandsverbrecher. Ich kann Ihnen, meine Herren, des Weiteren verraten, dass der Mann durch sein reueloses Verhalten während der Schutzhaft, wo er die empörenden Angriffe gegen alles, was dem Deutschen heilig ist, fortsetzte, ja, sich sogar zu einer abfälligen Bemerkung über das deutsche Nachrichtenbüro hinreißen ließ, die Aufmerksamkeit der höchsten Kreise erregt hat. Und das sogar eine Persönlichkeit, die uns allen ehrwürdig ist. Unser Kronprinz, die Äußerung getan hat, man sollte dem Kerl eins in die Fresse hauen. Ich danke, meine Herrschaften. Es wird von der Entschließung der betreffenden höchsten Stelle abhängen, ob eine solche Remedur, die etwa als Strafverschärfung in Aussicht zu nehmen wäre, zur Anwendung gelangen soll. Unseres Amtes, meine Herren, ist es, uns glatt für inkompetent zu erklären, da die medizinische Wissenschaft mit diesem Fall nichts zu schaffen hat und in der Obhut der maßgebenden kriminellen Faktoren zu übergeben. Bravo!
Danke, meine Herrschaft. Schutzmann! Im Namen des Gesetzes. Na, kommen Sie mal mit. Der Familie Durchhalter. Als dann zückt's aus die Sandalen aus. Man hört ja sein eigenes Wort nicht. Mutter, gibt's heute wieder nichts zu essen? Du freches Ding, ich werde das lernen. Das ist der Vater. Er hat sich angestellt um Steckrieben. Hoffentlich bringt er welche. Vater, ach, Vater, Brot. Vater, Brot, Brot, bitte. Kinder, wisst's was? Russland verhungert. Ein Berliner Kino. Nun folgt die erste Vorführung des großen Sommerfilms. Sie werden in diesem Film die Sommerhelden zu sehen bekommen. Blühende Jugend und erkraute Männer in gleicher Weise verwittert und kampfgestellt. Stürzen und springen, stürmen und kämpfen zwischen fliegenden Feuern und hagelnden Geschossen und schwanken von minenzerstäubtem Erdreich in der zermalmenden Werkstatt des brüllenden, unsichtbaren Krieges. In drei Teilen entrollen sich Szenen der furchtbaren Herbstschlacht 1916, mit der die große Hoffnung der Feinde ins Grab sank. Imponierend dröhnen die dritte unübersehbare deutsche Reservisten. Im Feuer der eigenen Landsleute bringen deutsche Krieger behutsam französische Frauen, Greise und Kinder in Sicherheit. Die ungeheuer moderner Kriegsmaschinen öffnen ihre blitzenden Mäuler. Die furchtbarsten Waffen unseres technischen Zeitalters spielen auf. Aber dahinter stehen die Menschenleiber, die den toten Maschinen Leben einhauchen. Über Minenfelder, Hindernisse, durch sprengstoffschwangere Gassen des Todes hinein zum heißen Nahkampf. Die Handgranate mäht von Graben zu Graben in die Hauptstellung hinein. Die eigene Artillerie schöpft Luft und streut Entsetzen in die feindlichen Reserven. Graben auf Graben wird erobert. Dieser Film reicht sich zu den schönsten, zu den eindrucksvollsten aus dem jetzigen Weltkriege. Emil, benimm dir! Kragujewatz, Militärgericht. Soll sich aufhängen, ja? Sowas. Sind die drei Todesurteile ins Reine geschrieben, ja? Na, die über die drei Burschen aus Karlova, meine ich, die Gewehre gehabt haben. Jawohl, aber da möchte ich auf einen Umstand aufmerksam machen. Na, was denn? Da habe ich die Entdeckung gemacht, dass die erst 18 Jahre alt sind. Na und? Was wollen Sie damit sagen? Ja, da dürfen Sie aber nach dem Militärgesetz nicht hingerichtet werden. Da muss das Urteil auf schweren Kerker abgeändert werden. Ach, gib's her. Aha. Naja, da werden wir nicht das Urteil, sondern das Alter abändern. Das sind ja sowieso stattliche Burschen. Und da schreiben wir halt statt 18, 21. So, jetzt kann man sie ruhig aufhängen. Wachstube. Aha, da ist schon wieder so ein syphilitischer Schlampen. Und verlaust ist. Die kenne ich eh. Die ist wegen Diebstahl abgestraft. Und wegen Vagabundage war es auch schon eingeliefert. Ins Spital war es eh schon. Wie alt bist du denn? Wem gehörst du denn? 17 bin ich. Der Vater, der ist eingerückt. Und die Mutter, die ist gestorben. Seit wann bist du denn bei dem Leben? Seit 1914. Wien, 1918. Abend. Sirkecke. Nasskalt. Es regnet von unten. Der Abend, 8 Uhr, Blatt. Grüß dich, Nowotny. Grüß dich, Pokorny. Grüß dich, Bobolny. Servus. 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 Servus.
Also du bist ja politisch gebildet. Also was sagst du zu Bulgarien, hä? Weißt du, ich sag gar nicht ignorieren. Aber natürlich. Friedensversuche der Entente. Stierigkeit. Ja. Weißt, im KM hat heute der Schleppitschka von Schlachtentreu gesagt, wir nähern uns dem Riesen mit Friedensschritten. Oder nein, wir nähern uns dem Frieden mit Riesenschritten. Du, sag mal, ist das wahr? Das ist doch optimistisch, hä? Pessimistisch ist es. Naja, oder pessimistisch, ja, ja. Weißt, er hat gesagt, in der Türkei ist ein kranker Mann und dann kommen wir dran. Und das verstehe ich nicht. Also wieso? Nur, er meint heute die Lage und so. Ach so. Heute sind gar keine Menschen gesehen. Der Verlotter kommt heute. So. Im Krieg krieg es 50-fache. Wisst ihr, wie sie ihn drin nennen im KM, den Verlotter? Ne? Held nennen sie. Held? Wieso? Verstehst nicht? Er war doch an der Front. Er sagt, dort wäre ihm lieber. Na, sollst du ihn doch nicht zurückhalten. Leben und leben lassen, das ist doch wahr, ne? Grüß euch, Kinder. Ah, grüß dich, Held. Grüß dich, Held. Wieso Held? Ja, gepflanzt doch wer anderen. Frische Fägerl, Fägerl und frische. Na, wie ist denn gegangen? Bist froh? Geh erzähl beim Hopfen. Ah ja, komm mit, bist der Feschack, nicht? Oh, wie war's draußen? Na, Fesch war's. Der Strich ist wie ausgestorben. Na, du erzähl, also wie geht's also? Hm? Na, man lebt so. Na, kommt's weg dann, nix wie Krüppel. Extra Ausgabe, die Millionenverluste der Entente. Etappe Fourmier. Also, wenn auch die Miesmacher von beiden Seiten kommen, von der Front und vom Hinterland, wir in der Etappe werden uns den Krieg nicht verekeln lassen. Bei uns sauft und hurt man noch ganz tüchtig. Da deutet nichts auf einen Verzichtfrieden. Der Kronprinz, der hat einen richtig gehenden Harem. Erst neulich hat er einen famosen Zuwachs bekommen. Und die Eltern, die etwas dagegen hatten, die hat er einfach abschieben lassen. Nur die Sache im Westen wird gemacht. Und schließlich, was will denn das Hinterland? Wir schicken ihm ja, was wir können. Ich höre, dass bei Wertheim schon die Kriegsbeute von Lille verkauft wird. Das muss ich nach Hause schreiben, wie fein wir hier jetzt raus sind. Am 8. Mai. Lieber Freund, ich bin dem Requisitionsdienst der Etappe Formis zugeteilt. Wir nehmen der französischen Bevölkerung alles. Blei, Messing, Kupfer, Kork, Öl und so weiter, Kronleuchter, Kochherde, alles, was von fern und nah zusammenkommt, wandert nach Deutschland. Ist oft sehr unangenehm, den jungen Frauen ihre Hochzeitsgeschenke wegzunehmen, aber die Kriegsnotwendigkeit zwingt uns dazu. Zusammen mit einem meiner Kameraden habe ich neulich einen hübschen Fang gemacht. In einem vermauerten Zimmer fanden wir 15 Musikinstrumente aus Kupfer. Ein ganzes Orchester. Kannst dir die Wut der alten Hexe vorstellen, der die Sachen gehörten? Ich habe sehr gelacht. Der Kommandant war sehr zufrieden und wir sollten sogar eine Belohnung bekommen. Vielleicht auch noch dazu das Eiserne Kreuz. Und dann gibt es hier junge, hübsche Mädchen, die hübsch zu entjungfern sind. Es grüßt dich. Zirkus Busch, Massenversammlung für einen deutschen Frieden. Im Westen Lomi und Brie und die flämische Küste wird nicht wieder herausgegeben. Im Osten die bekannte Festungslinie, die Ostpreußen nie mehr bedrohen darf, muss in irgendeiner Form in unserer Hand bleiben.
von Litauen wird nicht wieder herausgegeben. Verbunden sind mit Kurland, Livland und Estland. Dort flattert die Notflagge. Da müssen wir helfen. Hurra, hurra, hurra. Ein fester Bund ist unser Gott, ein guter Wert und Waffen. Verehrte Volksgenossen, ich werde mich kurz fassen. Ich habe nur eine Forderung, die uns alle beseelt, vorzubringen. Fort mit dem Weltgewissen! Hinweg mit dem Weltbrüdergeist! Das deutsche Machtgewissen allein sei unser Gebieter und Führer. Sein Losungswort lautet: mehr Macht, mehr deutsche Macht! Wen sein Weltgewissen oder sein Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber der Menschheit etwas anders reden oder schreiben lässt, als was des deutschen Schwertes Machtsprache gebietet, der ist und bleibt ein armseliger politischer Träumer, ein trüber Wolkenwandler. Meine verehrten Anwesenden, ich werde mich kurz fassen. Denn die Richtlinien für einen deutschen Frieden stehen so klar vor unser aller Augen, dass wir sie mit Händen greifen können. Eine Versöhnung Frankreichs durch Güte ist unmöglich. Unmöglich! Wir müssen Frankreich so ohnmächtig machen, dass es niemals wieder angreifen kann. Ja! Dazu ist notwendig, dass unsere Westgrenze weiter vorgeschoben wird. Die nordfranzösischen Erstlager müssen uns zufallen. Das ehemalige Belgien darf militärisch, politisch und wirtschaftlich nicht mehr aus der Hand gelassen werden. Wir brauchen ferner ein großes afrikanisches Kolonialreich. Um das sicherzustellen, benötigen wir Flottenstützpunkte. Eine unerlässliche Bedingung ist die Vertreibung Englands aus dem Mittelmeer, aus Gibraltar, Malta, Zypern, Ägypten und seinen neuen Eroberungen im Mittelmeer. Gott sei England! Dazu käme natürlich eine Kriegsentschädigung. Namentlich in der Weise, dass die Feinde gezwungen würden, einen erheblichen Teil ihrer Handelsflotte uns zur Verfügung zu stellen, uns Gold, Nahrungsmittel und Rohstoffe zu liefern. Hurra, hurra, hurra. Ferner... Im Dorfe Postabitz. Eine Frau sitzt an einem Tisch und schreibt. Innigst geliebter Gatte, ich teile dir mit, dass ich mich verfehlt habe. Ich kann nichts dafür, lieber Gatte. Du verzeihst mir schon alles, was ich dir mitteile. Ich bin in Hoffnung geraten von einem anderen. Ich weiß ja, dass du gut bist und mir alles verzeihst. Er hat mich überredet und sagte, du kommst so nicht mehr zurück vom Felde, und hatte dazu meine schwache Stunde. Du kennst ja die weibliche Schwäche und kannst nichts Besseres als verzeihen. Es ist schon passiert. Ich dachte mir schon, dir muss auch schon was passiert sein, weil du schon 3 Monate nicht mehr geschrieben hast. Ich bin ganz verschrocken, als ich deinen Brief erhalten habe und du noch am Leben warst. Ich wünsche es dir, aber verzeih es mir, lieber Franz. Vielleicht stirbt das Kind und dann ist alles wieder gut. Ich mag diesen Kerl nicht mehr, weil ich weiß, dass du noch am Leben bist. Bei uns ist alles sehr teuer. Es ist gut, dass du fort bist. Im Feld kostet dich wenigstens das Essen nichts. Das Geld, was du mir geschickt hast, kann ich sehr notwendig gebrauchen. Es grüßt dich nochmals, deine dir unvergessliche Frau Aller.
Wien 1917. Eine menschenleere Gasse. Es dunkelt. Plötzlich stürzen von allen Seiten Gestalten herbei. Jede mit einem Stoß bedruckten Papiers. Atemlos. Korribanten und Mänaden rasen die Gasse auf und ab. Toben. Scheinen einen Mord auszurufen. Die Schreie sind unverständlich. Manche scheinen die Meldung förmlich hervorzustöhnen. Es klingt, als würde das Weh der Menschheit aus einem tiefen Ziehbrunnen geschöpft. Dann der Nörgler am Schreibtisch. Die Antwort ist da. Das Echo meines blutigen Wahnsinns. Und nichts mehr tönt mir aus der zerschlagenen Schöpfung als dieser Laut, aus dem 10 Millionen Sterbende mich anklagen, dass ich noch lebe, der Augen hatte, die Welt so zu sehen und dessen Blick sie so getroffen hat, dass sie wurde, wie ich sie sah. War's gerecht vom Himmel, dass es geschah, so war's doch ungerecht, mich nicht eher zu vernichten. Habe ich diese Erfüllung meiner Todesangst vor dem Leben verdient? Ich bewahre Dokumente für eine Zeit, die sie nicht mehr fassen wird. Oder so weit vom Heute lebt, dass sie sagen wird, ich sei ein Fälscher gewesen. Doch nein, die Zeit wird nicht kommen, das zu sagen. Denn sie wird nicht sein. Ich habe eine Tragödie geschrieben, deren untergehender Held die Menschheit ist. Gibt es Schuldige? Nein, sonst gäbe es Rächer. Sonst hätte der Held Menschheit sich gegen den Fluch gewehrt, der Knecht seiner Mittel zu sein und der Märtyrer seiner Notwendigkeit. Gäbe es Schuldige, die Menschheit hätte sich gegen den Zwang gewehrt, Held zu sein zu solchem Zweck. Den Einzelnen, die es befahlen, hätte die Einheit geantwortet. So müsst ihr weiter sterben für etwas, was ihr die Ehre nennt oder die Bukowina und wovon ihr nicht wisst, was es ist, was aber wieder nur die Waffe selber ist. Oh, dass man doch, wenn man mit heiler Haut, obschon verhärmt, verarmt, gealtert aus diesem Abenteuer entkam, durch den Zauber einer allerhöchsten Vergeltung die Kraft empfinge, sie, die stets überlebenden Rädelsführer des Weltverbrechens, einzelweis zur Verantwortung zu ziehen, in ihre Kirchen zu sperren und dort, ganz wie sie es serbischen Greisen getan haben, jeden Zehnten sein Todeslos ziehen zu lassen. Dann aber nicht zu töten, nein, zu ohrfeigen und also anzureden. Was? Ihr wusstet nicht, ihr Buben, ahntet nicht, dass die Folgen einer Kriegserklärung unter Millionen Möglichkeiten des Schauders und der Schmach auch die wären, dass die Kinder keine Milch, die Pferde keinen Hafer haben und dass man noch fern vom Schuss an Methylalkohol erblinden kann, wenn es denn im Kriegsplan des Wuchers beschlossen wäre? Wie, ihr ermaßet nicht das Unglück einer Stunde vieljährigen Gefangenenleids, eines Seufzers der Sehnsucht und der beschmutzten, zerrissenen, hingemordeten Liebe, ward nicht einmal fähig der Vorstellung, welche Höllen aufgetan sind einer Qualenminute mütterlichen Hinaushorchens durch Nächte und Tage dieses jahrelangen Wartens auf den Heldentod. Und ihr hattet übersehen, dass wenn ihr sämtliche Menschen in die Uniform stecktet, sie nun alle unaufhörlich einander salutieren müssten, und merktet nicht, dass diese Gebärde eines Tages plötzlich nur mehr der Griff an die Stirn war, der den Zweifel an dem wechselseitigen Verstand betraf. Und ihr dort, ihr Gemordeten, standet nicht auf gegen diese Ordnung. Ertruget die Freiheit und das Wohlleben der Pressstrategen, Parasiten und Possenreißer wie euer Unglück und euren Zwang und wusstet, dass sie für eure Martern Ehrenzeichen bekamen. Laget in verwundeten Zügen, die das Gesindel abschildern durfte, brachet nicht aus, desertiertet nicht in den heiligen Krieg, uns hinten von dem Todfeind zu befreien, der uns täglich mit Lügenbomben das Gehirn belegte, und starbet für dies Geschäft,
lebte das Grauen durch, um unser Grauen zu verlängern, die wir hier zwischen Wucher und Not hindurchkeuchten und zwischen den marternden Gegensätzen gemästeter Frechheit und lautloser Schwindsucht. Oh, ihr hattet weniger Gefühl für uns als wir für euch, die wir jede Stunde dieser Jahre, welche sie euch aus dem Leben rissen, von ihnen hundertfach zurückfordern wollten und die an euch immer nur die Frage hatten, wie werdet ihr aussehen, wenn ihr das überlebt? Erkrankt, verarmt, verludert, verlaust, verhungert, verendet, gefallen zur Hebung des Fremdenverkehrs. Sie haben eure Haut zu Markte getragen, doch auch aus der unseren schnitt sich ihr Lebenssinn seine Geldtasche. Ihr aber hattet Waffen und zoget nicht in dies Hinterland und kehrt nicht um von jenem Feld der Schande in den ehrlichsten Krieg, uns und euch zu erretten, und steht nicht als Tote aus euren Erdlöchern auf, das Gezücht zur Verantwortung zu ziehen, ihnen im Schlaf zu erscheinen, mit dem verzerrten Antlitz, das ihr in der Stunde des Ablebens trugt, mit den glanzlosen Augen eurer heldischen Wartezeit, mit der unvergesslichen Maske, zu der eure Jugend von dieser Regie des Wahnsinns verdammt ward. Weckt ihren Schlaf durch euren Todesschrei, stört ihre Wollust durch die Erscheinung eurer Leiden. Sie konnten Weiber umarmen in der Nacht nach dem Tage, an dem sie euch erwürgt hatten. Rettet uns vor ihnen, vor einem Frieden, der uns die Pest ihrer Nähe bringt. Rettet uns vor dem Unglück, heimgekehrten Henkern im Zivilberuf zu begegnen. Nicht euren Tod. Euer Erlebnis will ich rächen an jenen, die es euch aufgebunden haben. Ich habe sie zu Schatten geformt, die sie sind und die sie in Schein umlügen wollten. Ich habe ihnen das Fleisch abgezogen, aber den Gedanken ihrer Dummheit, den Gefühlen ihrer Bosheit, dem furchtbaren Rhythmus ihrer Nichtigkeit gab ich die Körper und lasse sie sich bewegen. Ich habe das Wesen gerettet und mein Ohr hat den Schall der Taten, mein Auge die Gebärde der Reden entdeckt und meine Stimme hat, wo sie nur wiederholte, so zitiert, dass der Grundton festgehalten blieb für alle Zeiten. Und hörten die Zeiten nicht mehr, so hörte doch ein Wesen über ihnen. Ich habe nichts getan, als diese tödliche Quantität verkürzt, die sich in ihrer Unermesslichkeit auf den Unbestand von Zeit und Zeitung beriefe. All ihr Blut war doch nur Tinte. Nun wird mit Blut geschrieben sein. Dieses ist der Weltkrieg. Dies ist mein Manifest. Ich habe alles reiflich erwogen. Ich habe die Tragödie, die in die Szenen der zerfallenden Menschheit zerfällt, auf mich genommen, damit sie der Geist höre, der sich der Opfer erbarmt, und hätte er selbst für alle Zukunft der Verbindung mit einem Menschenohr entsagt. Er empfange den Grundton dieser Zeit, das Echo meines blutigen Wahnsinns, durch den ich mitschuldig bin an diesen Geräuschen. Er lasse es als Erlösung gelten. Extra aus Café. Liebes Mal bei einem Chorkommando. Das Gelage neigt sich dem Ende zu. Der hat's gewusst. Na, Prösterchen. Ach, der. Meine Herren! Also, nachdem unser Offizierskorps ein vierjähriges beispielloses Ringen, also gegen die Übermacht einer Welt überstanden hat, also setze ich das Vertrauen auf meinen Stab, indem ich überzeugt bin, wir werden auch für ihn unerschrocken tunlichst die Spitze zu bieten. Kampfgestellt gegen unsere heldenmütigen Soldaten, diese braven, gehen sie neuen Siegern entgegen. Der heutige Tag, meine Herren, wird einen Markstein bilden in der Geschichte unserer glorreichen Wehrmacht. Immer da! Oh!
Herr deutsche Kaiser, unsere Majestät, unser oberster Kriegsherr, unser allergnädigster Kaiser und König, mitsamt dem angestammten Herrscherhause, Sie leben hoch! 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 Was servierst du da? Hä? Exzellenz, bitte gehorsamst Handgranaten. Das sind ja Eisbomben. Die heißen es bei uns nämlich Handgranaten. Also, in Gottes Namen. Handgranaten her! Handgranaten her, dann haben wir doch noch mal. Seid ihr Österreicher, schneidet ihr Kerle. Na, wir haben kürzlich Metzelsuppe und den Schlachtpastete mit Blutwurst gehabt. Zum guten Ende gab's dann Torpedos mit Schlagsahne. Ja, wer sorgt für solche Gäste, so wie es bei uns geschieht? Ihr springt, versinkt, wird fest, ja, doch immer mit Gemüt. Ja, auf das deutsche U-Boot! Ho! 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 Exzellenz, ich bin kein Wortemacher. Und einen Toast zu leisten dazu, reicht's nicht mehr. Dazu ist euer Ungarwein zu. Aber so viel kann ich noch sagen. Ihre Worte haben auch zu meinem deutschen Herzen gesprochen. Wo Disziplin fehlt, kommt das dicke Ende nach. Oh, yes. Der schlappe Geist, der bei euch Österreichern in eurem Hinterland herrscht, würde unfehlbar auch die Front zum Wanken bringen. Yes, yes, die deutsche Organisation! Ja, auch mir. Wir, mein Herr, auch wir. Wir folgen unserer Feind. Was habt's denn? Jo, wer tummelt denn da? Der Telefonoffizier. Exzellenz. Was sehen Sie? Ach, das ist ein solcher Hundfisch. Was ist los? Stellung, zusammentrommelt. Annäherungsräume liegen ohne schweren Vernichtungsfeuer. Also diese Chinesen, die verderben einem die schönsten Erfolge. Das was? Gar nicht ignorieren. Geht aber her. Reserven eingesetzt, Abschnittsreserven vollkommen aufgebraucht. Batterien müssen in Aufnahmestellung zurückgenommen werden. Ja, Donnerwetter noch mal! Nicht toll, weil einsehen. Heute brauche ich einen klaren Kopf. Erscheint, dass euch lieben Österreichern die Friedensoffensiven denn doch besser gelingen sollen. Da hoffen wir, dass Hindenburg da mal zum Rechten sehen wird. Und schließlich ist es ja doch wieder an uns, aus dem Dreck da heraus. Meine Herren, wir sind stolz. Stolz, dass wir Schulde an Schulde mit unseren kampfgestellten Bundesgenossen in schimmernder Wehr. Männer, ich trinke auf die Nibelungentreue in diesem Bündnis, das jetzt ausgebaut haben. Und vertieft. Jawohl, vertieft. Danke, meine Herren, danke Ihnen. Süßes Kranzheuer des Vaterlands, mein Kaiser. So, danke schön, aber nur mal wieder ohne feierlichen Klimbim, wenn ich bitten darf, ja? Es also die Wollejans, die heben wir uns dann für den Tag des Sieges auf. Oh. Na, jetzt mal wieder eines eurer köstlichen Österreicher Lieder von eurem prächtigen Lehar, der da noch bis vorhin so viel Freude gebracht hat. Spieß, sag Schnucki zu mir. Schnucki, was ist das schon wieder? Also Schnucki, gut, Frau Moos. Ja.
Aber was ist denn mit unseren Feldmatratzen, hä? Eure Kitte sei ja halt ganz statt. Was sind sie nicht mit? Aufhören, trauslicher Mensch! Na, was ist denn, was ist denn, was ist denn? Komplimente machen darf man auch nicht mehr. Na. Immer der mit seiner Anzüglichkeit. No, und ich Spaß labern! Ich Spaß labern? Nee, also den hört auf. Was ihr für ulkige Namen habt, was ist denn das wieder für ein Ding? Was? Na, schon wieder der Diensthabende. Was ist denn los? Die Spitzen der Rückflugdivision erreichen bereits den Stand des Korpskommandos. Die gesamte Artillerie wurde im Stich gelassen. Die Straßen vom gepoppten Train gesperrt. Die Truppen demoralisiert. Feindliche Kavallerie im schärfsten Nachdrängen. Na, nu? Der Musikfritze schläft. Ja. Spielt man auf dem Friedhof La Bassée. Nein. Sprich doch, es ist aber spielt ja. Nobel geht die Welt zu Grund. Ja, ja, so spielt. Schön war der Tanz, aber spielt Tanzer nicht. Spielt der schöne blaue Donau. Exzellenz. Depesche. Was? Oh, was ist denn, Depesche? Was? Meint ihr uns? Dezimieren die Bagage übereinander? Sollen uns ein paar frische Regimente einsetzen? Antreiben, lass geschwind. Was los? Ach was, die Gasgranaten gehen auch nicht. Sauwirtschaft! Was ist denn? Was heißt das? Warum schießen sie da nicht mehr? Das Licht. Grüße. Also, ich hab noch ausdrücklich. Das ist wirklich nur bei uns möglich. Was habe ich der Bagage eingeschärft? Wenn eine Patrone fällt, kannibalisch strafen. Mit kräftigem Hurra, ungestüm auf Gegnerstöße. Ihm noch auf kurze Distanz einzelnen die Nasen brennen, das sofort mit dem Bajonett in die Rippen. Und was habt's gemacht? Diese freien Schweine aufhängen? Ich war derjenige. Ich hab's immer vorausgesagt. Diese bodenlose Leichtsinn, unausrotzbar, nichts als Fressen und Menschen, Demoral. Da dran sind diese Krüppel schuld vorne, diese Frontschweine, diese. Ja, was ist denn geschehen? Nix. Schossen haben sie in Otakrin. Ach, wo waren die Maschinen quer zum Antreiben? Diese Schufte, das nach einem vierjährigen beispiellosen Ringen gegen eine vorbildliche Übermacht unsere Glorie. Da kommen sie am Ende. Da. Der Reihe nach steigen die folgenden Erscheinungen auf. Bei der vordersten Linie in den Karpaten. Es ist alles ruhig. In den Schützengräben stehende Leichname. Mann neben Mann. Das Gewehr im Anschlag. Kalt war die Nacht. Wer hat diesen Tod erdacht? Wo dir
schläft in Betten, dass euch das Herz nicht bricht. Die kalten Sterne retten uns nicht, und nichts wird euch erretten. Ein toter Wald, alles ist zerschossen, abgehauen und abgesägt. Hüllenloses Erdreich, aus dem sich nur ab und zu ein paar kranke Bäume erheben. Durch eure Macht, durch euer Mühen bin ich ergraut. Einst war ich grün. Seht meine jetzige Gestalt. Ich war ein Wald, ich war ein Wald. Der Seele war in meinem Dom, ihr Christen hört, ihr ewiges Rom. In meinem Schweigen war das Wort, und euer Tun bedeutet Mord. Fluch euch, die mir das angetan. Nie wieder steige ich Himmel an. Wie war ich grün, wie bin ich alt. Ich war ein Wald, ich war ein Wald. Auf dem Monte Gabriele, zu einem hohen Haufen geschichtet unbegrabene, halb verweste Leichen. Ein Schwarm von Raben umkreist krächzend die Beute. Immer waren unsere Nahrung die hier, die um Ehre starben. Aber eure Herzenspaarung macht, dass Raben nimmer darben. Wir, die wir uns nie bewarben, Nahrung haben wir erworben. Ihr nicht, wir nicht dürfen darben, euch und uns sind sie verdorben. Ihr und wir vom Siege schnarren, wenn die Opfer sich vermehren, weil im Reiche rings die Narren euren, unserem Ruf nicht wehren. Waren Generale Raben, schnarrte von Phrasen dort im Saale. Draußen sind sie unbegraben, da sind Raben Generale. Dürft getrost die Schlacht verlieren, wir und ihr in keinem Falle. Müssen uns vor uns genieren, Kriegsgewinner sind wir alle. Während ihr zum Fraß vereinigt, brauchen wir nicht zu entbehren. Hunger hat uns nie gepeinigt, seit wir folgen euren Heeren. Eure Schlachtbank lässt nie darben, ihre angestellten Kunden. Raben haben, seit sie starben, immer Nahrung noch gefunden. Schlachtfeld, Trichter, Rauchwolken, sternlose Nacht. Der Horizont ist eine Flammenwand. Leichen, Sterbende. Hauptmann, hol her das Standgericht. Ich sterb für keinen Kaiser nicht. Hauptmann, du bist des Kaisers Wicht. Bin tot ich, salutier ich nicht. Wenn ich bei meinem Herrn wohn, ist unter mir des Kaisers Thron und hab für sein Geheiß nur Hohn. Wo ist mein Dorf? Dort spielt mein Sohn. Wenn ich in meinem Herrnen schlief, kommt an mein letzter Feldpostbrief. Es rief, es rief, es rief, es rief. Oh, wie ist meine Liebe tief. Hauptmann,
Du bist nicht bei Verstand, dass du mich hast hierher gesandt. Im Feuer ist mein Herz verbrannt. Ich sterbe für kein Vaterland. Ihr zwingt mich nicht. Ihr zwingt mich nicht. Seht, wie der Tod die Fessel bricht. So stellt den Tod vor Standgericht. Ich sterb doch für den Kaiser nicht. Zwei Kriegsberichterstatter. Ich finde es gut, hier stehen zu bleiben. Ich habe den Mut, diese Schlacht zu beschreiben. Ja, hier, wie mir scheint, kann noch was geschehen. Der Punkt ist vom Feind sehr gut eingesehen. Hier liegen die Helden, hier ist es bewegt. Und wenn wir es melden, es Aufsehen erregt. Es imponiert ja doch allen. Authentisch mit Bildern ist einer gefallen, die Stimmung zu schildern. Wir sind gern informiert von besonderer Seiten. Was mich interessiert, sind die Einzelheiten. Sie machen's zum End ein verklärtes Gesicht. Ich brauch den Moment, wo das Aug Ihnen bricht. Sie sind doch gescheit, solange Sie am Leben ist, hinreichend Zeit, eine Schilderung zu geben. Was haben Sie empfunden? Was haben Sie sich gedacht? Wir brauchen die letzten Stunden. Wie war denn die Schlacht? Schauen's, das wird gutiert. Auf Details sich schon spitz. Und Ihr Heldentod wird eine schöne Notiz. Dies Detail schon allein hat für das Blatt seinen Reiz. Und der Chef gibt mich ein für das Eiserne Kreuz. Geschwinde, geschwinde. Seht, wie ich mich schwinde. Verbinde, Herr Doktor, verbinde, verbinde. Seit so vielen Stunden mit so vielen Wunden. Sie bluten, sie bluten. Sie sind nicht verbunden. Nur noch wenige Minuten. Lasst mich doch nicht verbluten. Verbinde, geschwinde. Ihr müsstet euch sputen. So seht doch, wie mir schon der Atem entschwindet. Geschwinde, Herr Doktor. Verbindet. Verbindet. Das ist doch gediegen, was der von mir will. So bleiben Sie doch liegen und halten Sie still. Für einen Gemeinen ist das eine Ehre. Ihr Bild wird erscheinen. Was wollen Sie mehr? Gämmer. Hier ist Stier, hier ist doch nichts los. Geh mal ins Pressequartier, vor dem Gegenstoß. Es lohnt nicht zu bleiben. Bin ich ein Held? Also was soll man schreiben? Ein Erlebnis im Feld. Dr. Ingenieur Abendroth aus Berlin erscheint. Um endlich den endlichen Endsieg zu kriegen, um dann also endlich unendlich zu siegen, greift ungebrochene strategische Kraft nun in die letzten Reserven der Wissenschaft. Der vielen Wunder aus deutschen Meeren, wir bringen das Radikalste zu Ehren. Um zu widerlegen dem Meer von den Hunnen, griffen wir tief in den deutschen Märchenbronnen. Der Erzähler bin ich, denn ich bin der Erfinder. Bestimmt ist's für ungehorsame Kinder, die immer noch glauben, wir seien die Barbaren. Wiewohl wir elektrotechnisch verfahren. Das praktische Märchen, das poetische Mittel, es trägt nach meinem Namen den Titel. Ich stelle mich vor, bin Herr Abendroth aus Berlin und leuchte zu frühem Tod. Es war einmal, so will ich beginnen, mir meine Hörerschaft zu gewinnen, es war einmal eine Lungenpest, so bös, dass sie kaum sich beschreiben lässt. Die Wissenschaft hatte sie längst schon begraben und jetzt, wo man sie braucht, war sie nicht mehr zu haben. Nun hilft ihr die Wissenschaft wieder empor, denn die hat für strategische Wünsche ein Ohr. Sie verhalf schon zu allen den Surrogaten, die uns das Leben ersetzen. Den Kaffee, den Braten. Und so ersetzen wir nun MW auch den Tod durch das praktische Mittel Abendrot. Die Welt in Spital oder Friedhof zu wandeln, mussten wir oft zu geräuschvoll handeln. Nun hoffen wir, die Position uns zu stärken, denn der Feind wird jetzt sterben, ohne selbst was zu merken. Eindruck auf den Knopf. Das wird Förder genügen, um über 10.000 feindliche Lungen zu siegen. Die Kinder, die hören's zwar nicht gern, doch so bewährt sich das wahre Rüstzeug des Herrn. Keine Wacht am Rheine liefert so fest und so treu wie die Nibelungenpest. Die Not ließ erkennen dies letzte Gebot. Mein Name ist Siegfried Abendroth. Es wird dunkel. Es erscheinen Hyänen, die Menschengesichter tragen.
Sie kauern vor den Leichen und sprechen rechts und links in ihr Ohr. Wenn Sie vielleicht was bedarfen, wenn Sie vielleicht was bedarfen, wir sind da, wir tragen Gesichter als Larven. Doch erschrecken Sie nicht vor Bärten und Mähnen, wir sind keine Menschen, wir sind nur Hyänen. Nur, dass Ihr Opfer umsonst nicht wäre, sind wir hier am Platz auf dem Felde der Ehre. Bedarfen Sie nichts, nehmen wir Ihnen was ab. Was wollen Sie mit Schmuck und Barschaft ins Grab? Ja, ihr seid froh, dass alles erledigt. Für eure Verluste haben wir uns entschädigt. Auf unseren Rat gingt ihr frisch in das Feld. Gabt ihr euer Blut, nahmen wir euer Geld. Damit wir gewinnen, musstet ihr wagen. Jetzt gilt's noch ein Schärflein beizutragen. Wenn ihr auch besiegt seid, wir werden doch siegen. Das Blut ist gesunken, das Fleisch ist gestiegen. Ihr könnt euch in dem Punkt auf uns verlassen. Bald wird euch des Kaisers Rock nicht mehr passen. Mit euren Granaten und Bomben und Minen fahrt weiter sofort und lasst uns verdienen. Das ist ein Vergnügen, herum hier zu lungern. Ihr braucht nicht zu frieren, ihr braucht nicht zu hungern. Wir wissen es doch, unser Ehrenwort. Heuer sind Kohle und Fett noch dreimal so teuer. Wir sagen es ins Ohr euch. Ihr solltet uns danken. Dadurch, dass ihr hier liegt, geht's besser den Banken. Durch die Bank konnten sie das Kapital sich vermehren. Die Fusion mit der Schlachtbank kann man ihnen nicht wehren. Ihr könnt noch von Glück sagen, so ruhig zu liegen, wenn zugleich mit den Kugeln die Tausender fliegen. Doch ihr seid entschädigt, ein jeder, ein Held. Mir klappern die Knochen. Der Angriff ist in unserem Feuer gebrochen. Die Affäre wird uns noch übel bekommen. Wir haben die Stellung mit kühnem Handstreich genommen. Das halt, wenn er Lust hat, der Teufel aus. Wir warfen den Gegner aus dem Graben hinaus. Da hat uns der Herrgott was Schönes beschert. Zwei der unsrigen sind nicht zurückgekehrt. Ich fürchte, verlustreich ist diese Schlacht. Wir haben Gefangene eingebracht. Der Feind fürchtet uns von der Flanke bedroht. Ein Säugling und zwei Zivilisten sind tot. Etliche Volltreffer haben wir heute erzielt. Fünf Kinder haben auf dem Spielplatz gespielt. Wir sind hin, ob Fußtruppe oder reitend. Der militärische Schaden ist unbedeutend. Die drüben so mörderisch Kirchweih feiern. Kein Zweifel, das sind die tapferen Bayern. Das wird ja mit jedem Augenblick ärger. Das sind wohl die wackeren Württemberger. Die jetzt ihre Todesverachtung bewiesen. Das sind die Thüringer, Pfälzer und Friesen. Das Ergebnis der Handlung wird es euch lehren. Dass sich die heißblütigen Honmets bewähren. Ihnen die Angriffslust zu bewahren. Treiben wir vorwärts, die tapferen Bulgaren. Na wart, jetzt gibt's ordentlich Hieb mit der Peitschen. Jetzt kommen die Deutschen. Ja, das sind halt die Deutschen. Es regnet in Strömen, das Terrain wird schon weicher. Das sind die gemütlichen Österreicher. Das sind wir in einer schönen Soße. Das ist der lange erwartete Gegenstoß. Wer nicht Deutsch mit dem Feind spricht, ist ein Hundsfott, Halunke. Ihr seid in der Soße, wir sind in der Tunke. Was geht denn nur vor? Sind wir denn vereint? Schießt der Feind auf den Freund, der Freund auf den Feind? Was soll uns denn diese Verbrüderung nützen? Die schießen ja mit unseren eigenen Geschützen. Das ist wohl die schwerste von all unseren Krisen. Der Angriff ist mühelos abgewiesen. Zu eurem unendlichen Schädelspalten haben wir bis zum Endsieg durchgehalten. Nun aber wisst, in der vorigen Woche hat der Mars die Beziehungen abgebrochen. Wir haben alles reiflich erwogen und sind in die Defensive gezogen. Wir sind denn entschlossen, euren Planeten mit sämtlichen Fronten auszujäten und mit allen vermessenen Erdengewürmen, die sich erfrechten, die Sphären zu stürmen und wie immer sie sich gewendet haben, das Bild der Schöpfung geschändet haben, die Tiere gequält und die Menschen versklavt, die Schande geehrt und die Würde bestraft, die Schlechten gemästet, die Guten geschlachtet, die eigene Ehre am tiefsten verachtet, sich als Hülle irdischer Güter benutzt, ihre Sprache durch ihr Sprechen beschmutzt und Seele und Sinne, Gedanke und Wort und ihr Jenseits nur aufgemacht für den Export. Invaliden auf allen Siegeswerkeln,
Agenten mit Lewis und frischen Tuberkeln, Händler und Helden und Menschenjäger, Bombenwerfer, Bazillenträger, Raubbauer am Schatze der Fantasie, Bankrotteure der eigenen Ökonomie, Buschräuber hinter dem Ideale, Glücksritter in einem Jammertale, gepanzert mit Bildung, gewandt und gelehrt, überbewaffnet und unterernährt, die vor dem Tod noch den Einfall hatten, ihn mit allem Komfort fix auszustatten. Nicht abgeneigt einem Verständigungsfrieden, hat das Weltall sich folgendermaßen entschieden. Fern sei es von uns, euch zu annektieren. Wir würden dadurch an Prestige verlieren. Zu friedlicher Arbeit den Kosmos zu nützen, wollen wir nur die eigenen Grenzen schützen. Entschlossen, auf euren Besitz zu verzichten, wollen wir das Geschäft ganz anders verrichten. Die Kriegskosten werdet ihr freilich bezahlen, da der Schuldner getilgt wird aus den Annalen, damit auf Ewigkeitsdauer die Sphären sich über Störung der Harmonie nicht beschweren. Nicht greife in den verschlossenen Äther die Hand der Denker und Attentäter, und kein Schlachtendonner, kein Handelstauschen je dringe zu unserem verschwiegenen Rauschen. Habt lange genug im Weltall gesprochen, die Ewigkeit ist bereits angebrochen. Lang wartet ihr und warteten wir. Wir harrten geduldig, ihr hofftet mit Gier. Und damit doch auf eurer noch hoffenden Erde nun endlich der endliche Endsieg mal werde und damit sich dagegen kein Widerspruch regt, haben wir sie erfolgreich mit Bomben belegt. Voran ins Feld, noch einer mehr. Und wenn die Welt... Nur feste Druck auf Knall und Fall, es braust ein Ruf. Das ist uns neu, was soll das sein? Fest steht und treu. Der Sturm gelang, die Nacht war wild, zerstört ist Gottes Ebenbild. Ich habe es nicht gewollt. Radio Frankfurt übertrug Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Es sprachen Zilli Bauer, Lucia Gehrig, Ursula Langrock, Anna Mannert, Frenze Roloff, Georg Barmann, Kurt Bücheler, Wolfgang Büttner, Kurt Dommisch, Herbert Ebelt,
Cajetan Freund, Kurt Glass, Hans-Otto Grünefeld, Stefan Hermlin, Hans-Otto Hilke, Botho Jung, Karl Kollander, Erich Lissner, Siegfried Lowitz, Richard Münch, Gerd Plantico, Rudolf Ried, Werner Siethoff, Charlie Wimmer, Werner Xandri. Musik Wolfgang Rudolf. Funkfassung Stefan Hermlin. Toningenieur Josef Hesse. Regie Theodor Steiner.